Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Zuschauerrennen hier in Jurassic World Evolution. Und ihr seht schon, die 10 Jeeps stehen hier schon bereit, wollen losfahren. An der Strecke hat sich soweit nichts verändert zum letzten Mal. Ich finde, sie ist momentan sehr, sehr cool, die Strecke. Sehr, sehr ausgeglichen. Jeder hat hier Chancen zu gewinnen und so soll es ja im Endeffekt sein. Also können wir eigentlich schon fast zur Vergabe hier der Punkte kommen. Aber bevor ich dazu komme, können wir nochmal ganz kurz die Regeln erklären. Für die Leute, die hier neu eingeschaltet haben und den Weg auf meinen Kanal gefunden haben. Erstmal herzlich willkommen. Die Regeln sind wie folgt. Also wir haben 10 Kandidaten hier und es fahren immer jeweils 2 im Team. Ich will jetzt noch nicht mit der Maus über einen rüber havern, weil sonst sieht man den Namen schon. Deswegen zeige ich das einfach so. Ich denke, das ist relativ klar. Das hier ist Team Retro. Hier ist das Teammitglied von Team Retro. Das ist Team Blau. Teammitglied von Team Blau. Team Rot. Team JWE. Team Orange. Und hier hinten sind die Teammitglieder. Ist, denke ich mal, jedem klar, wie das Ganze funktioniert. Also die beiden, es fahren immer jeweils 2 in einem Team, so kurz gefasst. Hier hinten ist die Ziellinie. Wenn man darüber fährt, dann bekommt man für seine Platzierung Punkte. Das heißt, der erste Platz bekommt 10 Punkte, der zweite 9, der dritte 8, der vierte 7 und so weiter und so fort. Und am Ende werden dann die Punkte addiert. Also es ist eine Teamleistung hier. Das heißt, wenn man hier als erster darüber fährt, heißt es nicht, dass man gewonnen hat, weil ein anderes Team kann natürlich insgesamt mehr Punkte haben. Man kann auch noch Bonuspunkte sammeln, indem man hier den Sprung schafft. Hier gibt es 2 Bonuspunkte für, wenn man hier rüber springt. Wenn man hier rüber springt, bekommt man sogar 4. Das heißt, wenn man so einen richtig langen Sprung schafft, sammelt man 4 Bonuspunkte. Das heißt, jedes Team kann 8 bis zu 8 Bonuspunkte sammeln, weil es ja 2 Fahrer sind. Ja, und ansonsten gibt es, glaube ich, gar nicht viel zu sagen. Dann kommen wir direkt zur Jeep-Vergabe hier. Da fangen wir... Wollen wir mal auf der anderen Seite anfangen? Ich weiß nicht. Nee, machen wir nicht. Das ist verwirrend. Okay, wir fangen bei Team Retro wieder an. Der erste ist Chris Mix. Dann kommen wir zu Team Blau. Das ist der VIP-Jeep. Der ist für die Unterstützer oder VIPs hier auf meinem Kanal. Die haben eine kleine Zusatzchance. Und genau das werden wir jetzt auslosen. Dafür blende ich mal eben unser tolles Rädchen hier ein. Und genau das werden wir jetzt drehen. Ich habe jetzt gar nicht die Namen vorgelesen, aber ihr könnt es hier selber lesen. Und dann finden wir heraus, wer hier den blauen Jeep übernehmen wird. Oh, das ist ein neues Mitglied. Sehr, sehr gut. Wolfi 1970 ist gerade erst, glaube ich, Mitglied geworden. Vielen, vielen Dank. Hat sich direkt ausbezahlt für dich. Du bist hier direkt im Rennen mit dabei. Wolfi 79. Nenne ich dich mal um. Blende das Rädchen wieder aus. Und dann geht das Ganze hier weiter. Also Wolfi ist der erste Kandidat für Team Blau. Dann kommen wir zu Team Rot. Da haben wir El Primex. Der erste für Team JWE, das ist Strikey YouTube. Ich glaube, du warst sogar schon mal im Rennen dabei. Kann das sein? Dein Name kommt mir bekannt vor. Dann haben wir Team Orange. Das ist Lena Sternchen. Das Teammitglied für Team Retro. Da haben wir Killboyjak KK72. Der zweite für Team Blau. Das ist Mellowtube 007. Dann kommen wir zum zweiten Kandidaten für Team Rot. Das ist Jerry 03. Und der zweite für Team JWE, das ist Jonas Kreker. Und zu guter Letzt das Teammitglied für Team Orange, das ist German Davos. Herzlichen Glückwunsch, falls ihr jetzt hier dabei seid. Ihr werdet jetzt hier gleich im Rennen gegeneinander antreten. Ich bin sehr gespannt, welches Team sich hier durchsetzen kann. Falls ihr jetzt nicht rangekommen seid, seid bitte nicht traurig. Ich werde noch viele weitere Rennen hier auf meinem Kanal machen. Einfach abonnieren, die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr nichts. Und wie ihr im nächsten Rennen teilnehmen könnt, das verrate ich euch am Ende des Videos. Also bleibt auf jeden Fall dran und ich würde sagen, jetzt fangen wir direkt an. Die Autos stehen bereit und wir öffnen hier vorne das Tor, dann fahren die Autos los, dann geht das Rennen hier los. Ich bin sehr gespannt, wer sich hier durchsetzen kann. Ich habe gar nicht erwähnt, für die beiden Gewinner gibt es natürlich wie immer einen 5€ Amazon-Gutschein zu gewinnen. Das machen wir ja immer so, deswegen vergesse ich das immer. Der Start ist immer schon sehr entscheidend. Die blockieren sich jetzt hier ordentlich und Team Retro mit Killboy kommt hier am besten durch, gefolgt von German Davos. Dann Team Blau mit Mellowtube. Auf der linken Seite scheinen die sich echt zu blockieren. Das ist super ärgerlich. Dann Jonas Kreker und Jerry 03. Und nochmal Team Rot, El Primex. Also auf der anderen Seite scheinen die ja alle richtig festzuhängen. Ich glaube Team Rot sind jetzt hier im Mittelfeld gut. Hier vorne geht es natürlich schon ordentlich rund. Ihr seht schon, die schlängeln sich hier entlang. Team JWE überholt jetzt hier außen den Mellowtube. Der bleibt hier echt hängen. Und jetzt kommt auch noch Team Rot. Kann ich auch noch überholen? Ich weiß es nicht. Nee, sieht nicht so aus. Also Mellowtube scheint hier ordentlich Probleme zu haben. Bremst jetzt aber El Primex aus. Der wird jetzt von seinem Teammitglied überholt.
Das ist ja übel, ey, wie viele Probleme die hier gerade haben an den Felsen. Die Kandidaten sind jetzt hier vorne im Gallimimus-Gehege. Wir müssen jetzt schon fast zum Sprung gehen. Also hier geht schon ordentlich ab. Wir gehen jetzt aber zum Sprung. Jetzt geht es nämlich um die Bonuspunkte. Das wollen wir nicht verpassen. Hier kommt nämlich schon der Erste. Das ist Killboy auf Platz 1. Mal gucken, ob er hier Bonuspunkte sammeln kann. Nein, er knallt leider dagegen. Jetzt müssen wir hoffen, dass er nicht auf dem Dach landet. Okay, er ist noch drin. Weil es kann auch passieren, dass man wegteleportiert wird. Dann ist man leider ausgeschieden. Das können wir leider nicht ändern. Der zweite, German Davos, klatscht auch da oben gegen. Also keine Bonuspunkte für ihn. Man muss schon komplett rüberfliegen. Ansonsten zählt das nicht. Die anderen scheinen jetzt hier ordentlich Probleme zu haben im Gallimimus-Gehege. Da hinten stehen auch noch einige. Aber wir bleiben weiter hier. German Davos hat sich jetzt erholt von seinem Sprung. Der nächste knallt auch dagegen. Das gibt's ja gar nicht. Jonas Krieger auf Platz 3 für Team JBE. Also die Kandidaten fahren jetzt hier erstmal ordentlich durchs Wasser. Das dauert ein bisschen. Der nächste schafft es. 2 Punkte zumindest. Jerry03. Herzlichen Glückwunsch. 2 Bonuspunkte für dich. Da kommt Team Blau. Der schafft es auch nicht, so wie es aussieht. Das ist Mellowtube. Aber bis jetzt ist noch keiner auf dem Dach gelandet. Ja, ich versuche hier alles noch im Blick zu behalten. Das müsste der Erste sein, ne? Killboy, ja. Da kommt der Nächste für Team Blau und auch der schafft es. Sehr schön. Leider nur 2 Punkte. Fast die 4. Wolfi war das. Herzlichen Glückwunsch. Und Team Rot. Schafft er den Sprung? Das sieht gut aus. Das sind 4 Punkte. Nice. Er hat es geschafft. Der erste Kandidat, der hier 4 Bonuspunkte sammelt. Und Team Orange mit Lena sammelt hier 2 Bonuspunkte. El Primex hat 4 Bonuspunkte gesammelt. Also ist eine Premiere hier. Not bad, not bad. Sind jetzt alle durch hier? Ich weiß das gar nicht. Nee, da hängen noch 2 fest. Ja, jetzt ist das Problem. Die anderen Kandidaten fahren jetzt hier weiter, aber ich muss das mit den Bonuspunkten gleich noch beobachten. Versuche das noch so ein bisschen im Hinterkopf zu behalten. Also er fährt jetzt hier durch die Gyrosphären durch, der Killboy. Ohne Probleme. Knallt jetzt hier auch nirgendwo gegen. Kommt jetzt ins Ziegengehege. Ich beobachte das so ein bisschen da hinten. Wann die Kandidaten da sind. Wie sieht es denn jetzt hier aus? Die hängen da immer noch fest im Gallimimus-Gehege. Das hatten wir auch noch nicht, dass jemand so weit hinten ist. Ist echt ärgerlich. Killboy wird jetzt hier ordentlich ausgebremst. Da hinten scheint German Davos gerade gegen die Gyrosphäre geknallt zu sein. Ich habe es leider gerade gar nicht gesehen. Was ist denn jetzt da hinten los? Die hängen halt da mega fest. Aber jetzt kommt der nächste Kandidat. Oh, guck mal, wie er hier drin ist. Mitten in der Mitte von den Gallis gefangen. Wie gemein. Ja, wir verpassen jetzt leider ganz viel, weil wir müssen mit den Bonuspunkten. Aber es hat sich gelohnt zu gucken. Denn Chris Mix sammelt hier auch Punkte. Und scheidet auf... Nein, er ist ausgeschieden. Er ist leider ausgeschieden. Habt ihr das gesehen? Das heißt, er hat wenigstens noch 2 Bonuspunkte gesammelt, ist aber jetzt leider raus. Sehr, sehr ärgerlich. Kann man aber nicht ändern. Und da kommt der Nächste. Es hat sich auch gelohnt, hier zuzuschauen. Der sammelt auch 2 Bonuspunkte, der Strikey-YouTube. Und der scheidet nicht aus. So, wir springen wieder an die Spitze, Leute. Ich weiß gerade gar nicht, wo wir sind, wenn ich ehrlich bin. Okay, die hängen ja alle im Ziegengehege fest. Die anderen sind jetzt schon hier im Sinoceratops-Brachiosaurus-Gehege. Fahren jetzt hier an den Zuschauern vorbei. Hier ist auch noch ein Sinoceratops. Killboy immer noch auf Platz 1, gefolgt von German Davos. Ziemlich dicht auf. Aber German Davos wird jetzt hier nochmal ordentlich ausgebremst von dem Sino. Sehr ärgerlich. Jetzt wird es nochmal spannend. Hier kommen jetzt nämlich die Jurassic Touren. Die können ordentlich Zeit kosten. Ihr seht schon, das wird ja richtig, richtig eng, wenn man da vorbei will. Und da rammen sie sich jetzt auch schon, blockieren sich. German Davos bleibt jetzt hier voll hängen. Oh Gott, das ist nicht gut. Die beiden stehen jetzt hier frontal gegenüber. Das ist ganz und gar nicht gut. Aber German Davos ist klug und legt den Rückwärtsgang ein und lässt die Jurassic Tour durch. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr smart. Jetzt kommt hier die nächste Jurassic Tour und auch die beiden bauen einen Unfall. Ärgerlich, ärgerlich. Killboy bleibt jetzt hier hängen. Kann German Davos jetzt hier überholen? Yo, er quetscht dich im inneren Dings durch. Ihr wisst, was ich meine. Wir haben gerade die Worte gefehlt. Ist jetzt auf Platz 1. German Davos hat die Führung übernommen. Muss jetzt nur hier an den Jurassic-Touren irgendwie vorbeikommen. Der Killboy scheint hier richtig Probleme zu haben. Baut jetzt hier den nächsten Unfall. Und da kommen auch schon die nächsten Jeeps. Da kommt schon Jonas Krieger. Kann er jetzt hier überholen? Nein, er bleibt jetzt auch hängen. Also die beiden blockieren sich jetzt hier auch noch gegenseitig. Aber das sieht jetzt gut aus. Killboy fährt jetzt dran vorbei. Jonas bleibt leider nochmal hängen. Wie es aussieht. Der German Davos hat jetzt aber auch hier Probleme. Jetzt kommt nämlich Killboy wieder ran und überholt ihn wieder. Holt sich die Führung zurück. Okay, das ist krass, wie er jetzt hier durchfährt. Nicht schlecht. Hat sich jetzt hier schön die Führung wieder zurückgeholt. Aber ihr wisst ja, jetzt kommt die Abkürzung. Und hier kann sich nochmal alles ändern. Also wenn man hier rüber springt, spart man ordentlich Zeit. Das schafft Killboy aber nicht. Der war ein bisschen zu schnell. Und man muss nämlich hier gegenprallen. Jetzt muss er hier einmal den Umweg in Kauf nehmen.
Gucken wir den nächsten an. Oh, German Davos schafft es leider auch nicht. Vielleicht freut sich ja der Dritte. Wo ist er denn? Die hängen da immer noch fest, oder was? Oh mein Gott. Okay, der Dritte ist hier. Das ist Jonas. Und die anderen, die stauen sich hier. Also das Feld rückt immer weiter auseinander. Das kann ich ändern. Aber ich werde mal hier vorne bleiben. Wir müssen das Ganze ja ein bisschen beobachten. Schade, dass man nicht zwei Kameraperspektiven gleichzeitig machen kann. Das wäre cool. Okay, jetzt kommt hier der erste Killboy. Wenn Jonas es jetzt schafft, könnte er hier die Führung übernehmen. Schafft aber leider nicht. Ist jetzt hier auch hängen geblieben. Und Killboy fährt jetzt hier richtig mit Vollspeed durch. Sollte es gleich hier schaffen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass er sich hier den Sieg nicht mehr nehmen lässt. Aber man weiß ja nie, was hier im T-Rex-Gehege passiert. Die Rexys können einen auch nochmal ordentlich anhalten. Aber man kann hier oben durchfahren, wenn das smart ist. Oh, es wird nochmal knapp. German Davos ist ihm jetzt nochmal hinten aufgefahren. Also die beiden, die haben sich hier richtig ein Kopf-an-Kopf-Duell geliefert. Richtig krass. Killboy, herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Du hast es geschafft. Dicht gefolgt von German Davos auf Platz 2. Und da fängt es an zu regnen. Herzlichen Glückwunsch. Und der Dritte müsste jetzt auch bald kommen, ne? Oh, hier stehen schon die nächsten Kandidaten. Wolfi und Mellowtube. Und da ist Jonas. Den Sprung hat leider noch keiner geschafft. Ich glaube, den hat noch nie jemand geschafft, ne? Aber wie gesagt, der ist machbar. Ich habe den mal getestet. Jonas kommt jetzt hier auf Platz 3. Und Team Blau zweimal da hinten. Ich weiß jetzt nicht, was da hinten gerade abgeht. Die hängen hier immer noch voll an den Jurassic Touren fest. Das ist echt ärgerlich. Okay, wir gehen mal ganz schnell wieder zurück. Wir wollen ja nicht verpassen, wie der gute Jonas durchs Ziel fährt. Auf Platz 3 für Team JWE. Da hinten öffnet sich das Tor. Da kommt er angefahren. Jonas Krieger. Im Endspurt. Herzlichen Glückwunsch zu Platz 3, Jonas. Und da kommt schon der Nächste. Das ist Wolfi. Unser VIP-Kandidat. Sollte jetzt ja auch keine Probleme kriegen bei den Rexys. Wird nochmal angebrüllt. Macht nochmal einen schönen Drift von dem T-Rex weg. Und sollte jetzt hier locker easy Platz 4 nach Hause holen. Jo, das sieht gut aus. Da kann nichts mehr passieren. Herzlichen Glückwunsch, Wolfi. Platz 4. So, wo sind jetzt hier die anderen? Geht denn ab? Okay, hier haben wir Mellowtube. Oh, jetzt gucken wir nochmal, ob der Strike YouTube das schaffen kann. Nee, leider nicht. Den Sprung schafft er auch nicht. Hier fällt Mellowtube durch. Die anderen sind alle da hinten. Ich weiß nicht, ob noch jemand hinten an den Jurassic Touren festhängt. Nee, das sieht gut aus. Das ist Wolfi. Hier ist Mellowtube. Also die Kandidaten sind jetzt alle hier. Da sollte sich nicht mehr viel an der Reihenfolge ändern. Außer die bleiben gleich nochmal im T-Rex-Gehege stecken. Das kann natürlich passieren. Und genau das sieht man jetzt hier auch. Das ist ärgerlich, Mellowtube. Aber Mellowtube macht das klug. Quetsche ich jetzt hier durch. Und sollte damit... Ah, da kommen schon die anderen. Es wäre knapp geworden, wäre länger hingeblieben. Lena und Jerry kommen da. Damit fährt Mellowtube durchs Ziel. Und da kommen die nächsten Kandidaten. Bei denen könnte es nochmal spannend werden, bei den beiden. Lena, gefolgt von Jerry. Aber Lena kommt jetzt hier ohne Probleme durch, oder? Sie bleibt nochmal hängen. Fährt jetzt durch das Tor. Also wenn Jerry jetzt Gas gibt. Oh, da kommt sogar nochmal Strike YouTube an. Oh, der wird jetzt weggeschoben von dem T-Rex. Ärgerlich, ärgerlich. Lena fährt jetzt durchs Ziel. Dann kommt Jerry 03. Als nächstes kommt Strike. Und dann kommt El Primix. Ich glaube, das waren dann alle. Einer ist ja, glaube ich, ausgeschieden. Und damit sind alle durchs Ziel. Ich glaube, einer ist ausgeschieden, ne? Oder waren es zwei? Kann sein, dass auch noch hier vorne jemand ausgeschieden ist, was ich nicht gesehen habe. Weiß man halt leider nie. Aber war ein spannendes Rennen. Ich würde sagen, wir kommen jetzt zur Siegerehrung. Ich glaube, so spannend war es vom Ergebnis her noch nie. Also die Punkte sind wirklich dicht beisammen. Und ich kann schon mal verraten, wir haben auf jeden Fall keinen letzten Platz hier. Denn Platz 4 teilen sich Team Retro mit 12 Punkten und Team Rot mit 12 Punkten. Sehr, sehr gut gefahren. Team Rot hat hier auch die Premiere. Zum ersten Mal 4 Bonuspunkte mit einem Sprung gesammelt. Also über beide Pfosten da gekommen. Also richtig cool. Schade, dass es nur Platz 4 geworden ist. Auf Platz 3 die Bronzemedaille. Die bekommt Team JWE mit insgesamt 13 Punkten. Also auch eine sehr gute Leistung hier von euch beiden, Strike YouTube und von Jonas. Dann haben wir die Silbermedaille. Da haben wir ganz, ganz knapp
Mit einem Punkt Unterschied zu Platz 1 nur. Team Blau. Team Blau hat nämlich 15 Punkte insgesamt gesammelt. 2 Bonuspunkte für einen geschafften Sprung, 7 Punkte und 6 Punkte für die Position. Ich hoffe, ich habe mich nicht verrechnet, falls ja, korrigiert mich. Das sind Wolfi und Mellowtube. Herzlichen Glückwunsch zur Silbermedaille. Und dann kann ja nur noch auf Platz 1 die Goldmedaille. Das kann ja nur noch Team Orange sein. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt das heutige Rennen gewonnen mit 16 Punkten. 2 Bonuspunkte für den eingeschafften Sprung, 9 Punkte für Platz 2 und nochmal 5 Punkte für die Position, welche war es denn dann? 6 oder so. 6. Platz oder sowas. Das ist Lena Sternchen, herzlichen Glückwunsch. Und German Davos, ihr beide habt das heutige Zuschauerrennen gewonnen. Meldet euch auf jeden Fall bei mir im Discord, dann bekommt ihr euren 5 Euro Amazon-Gutschein. Ich hoffe, allen Kandidaten hat das Rennen soweit Spaß gemacht. Und falls ihr jetzt hier... Was sind das hier für Meldungen? Falls ihr jetzt hier nicht dabei wart bei diesem Rennen, ihr habt natürlich die Chance, beim nächsten Rennen mit dabei zu sein. Dafür müsst ihr einfach unten in die Kommentare Hashtag Rennen schreiben. Und mit etwas Glück seid ihr dann beim nächsten Mal wieder... Oder seid ihr beim nächsten Mal mit dabei. Die Kandidaten, die hier schon dran waren, die können natürlich auch nochmal reinschreiben. Man kann immer wieder rankommen. Also ich lose das Ganze mit einer Internetseite aus. Das ist auf jeden Fall Zufall. Und ja, ich wünsche euch allen viel Glück. Würde mich selber ein Like freuen, wenn es euch gefallen hat. Und natürlich über einen Kommentar, falls ihr teilnehmen wollt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.